Yeah, Buddy! Was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen hier beim nächsten Champion-Konzept für Riot. Vielleicht werden wir ja mal irgendwann einen Champion, den ich entwickelt habe, auch dann mal auf dem PBE erstmal sehen und dann auf dem Live-Server. Also ich würde es genial, es wäre die allergrößte Ehre, nicht nur für einen YouTuber, sondern allgemein, glaube ich, für einen LoL-Spieler. Und diesmal habe ich für euch Xol, den Vergessenen, ein Nahkämpfer, ein Assassin. Er soll so ein bisschen an Spieler, an Champions wie Zed, wie Yasuo, ein bisschen an diese Assassins anknüpfen, die immer vom Spielstil richtig Spaß machen und die auch richtig schön ihre Kills immer bekommen. Ob er Mitte, ob er Toplane passt, das könnt ihr natürlich entscheiden. Selbstverständlich sollte er rauskommen, müsste das Riot entscheiden, wie sie ihn platzieren und natürlich, wie sie dann seinen Spielstil und seine Stats so ein bisschen anpassen. Auf jeden Fall habe ich wie immer für euch erstmal die kleine Story. Wieso Xol überhaupt der Vergessene ist? Und zwar ist Xol wurde geboren in einer demacianischen Familie. Also einer Familie, die das Kämpfen kennt, die aber auch für Ehre kämpft und die vor allem auch Brutalität kennt. Xol konnte das alles jedoch gar nicht kennenlernen. Denn eines Tages ist er mit seiner Mutter und seinem Vater, als er noch ein ganz, ganz kleiner Xolli war, sind die alle drei spazieren gegangen, also er war irgendwie 3, 4 Jahre und sie sind einfach spazieren gegangen durch die wunderschönen demacianischen Wälder und durch die demacianischen Ebenen. Und das Pech, was sie hatten, ist, sie machten einen richtig langen Spaziergang und sie landeten direkt in einem Kampf. In einem Kampf Demacia gegen Noxus, also einer wirklich unerbittlichen Schlacht. Und in dieser Schlacht entschied der Vater von Xol, dass er Xol hinter einem Baum versteckt, am Rande einer Lichtung, und dass sie selber ihr Volk im Kampf unterstützen. Und Xols Mutter, eine starke demacianische Kriegerin, Xols Vater, ein ehrenhafter, ein bekannter demacianischer Krieger, haben sich direkt in die Schlacht gestürzt, haben diese Schlacht auch überlebt, haben die Schlacht gewonnen. Allerdings haben beide einen Kopfhieb erhalten, einen Kopfstoß, der zu einer Amnesie geführt hat. Und so haben sie die Schlacht vergessen und alles, was vor ihr passiert war. Und von daher wussten sie auch nicht mehr, wo sie Xol vergessen hatten. Und so wurde Xol, ja, von einem Mönch entdeckt. Von einem Mönch, der auf dem Weg durch die Wälder, durch die Welt einfach war. Und dieser Mönch hat dieses kleine Kind gesehen, dieses kleine verängstigte Kind. Und hat sich natürlich sofort im Auftrag gesehen, dieses kleine Kind, diesen Schutzbefohlenen aufzunehmen und ihm selber im Kloster aufzunehmen. Und von daher hat Xol die Möglichkeit gehabt, in einem Kloster aufzuwachsen, leider ohne Eltern. Er erinnert sich nur noch ganz, ganz dunkel an seine Eltern, die wahrscheinlich jetzt auch schon tot sind, denn es sind viele, viele Jahre vergangen. Und Xol ist ein mächtiger Nahkämpfer, ein mächtiger Assassin geworden. Und ja, im Laufe seines Lebens, immer auf der Suche nach Zuneigung, nach seinen Eltern auch, die er allerdings nicht mehr finden wird, hat Xol eine Aufgabe für sein Leben gefunden, indem er sich der Liga der Legenden anschließen konnte. Und hier hat er eine Familie gefunden, denn viele andere Kämpfer, viele andere Assassins, viele andere gutherzige Geschöpfe finden ihren Weg in die Liga der Legenden und Xol hat hier seine Familie und nie wird er sie verlassen und verteidigen wird er sie bis zum bitteren Ende. Und von daher eine super Bereicherung für uns, für League of Legends. Und das ist Xol, der Vergessene. Jetzt zu seinen Fähigkeiten. Die Passive von Xol heißt, mit jedem normalen Angriff gegen ein Ziel erhält Xol 3 Sekunden lang Rüstungsdurchdringung. Der Rüstungsdurchdringungsbonus ist bis zu 3-mal kumulativ, also stackt 3-mal auf. Und Xols Fähigkeiten haben keine Mana-Kosten.
Auch eine schöne Passive, auch eine schöne Eigenschaft, damit er natürlich nicht, damit man natürlich dieses Mana-Management einfach nicht hat, sondern sich hundertprozentig auf den Schaden konzentrieren kann. Wir haben hier eine Rüstungsdurchdringung von insgesamt 4, 5, 6, 7. Das heißt, bei Level 18, wenn er 7% hat, das dreimal kumulativ 21% Rüstungsdurchdringung. Das ist böse. Das lässt ihn natürlich einfach auch die Möglichkeit, viel AD zu bauen. Und dann diesen AD, damit schnetzelt er sich eh durch die gegnerische Rüstung. Dann haben wir ein Q von Xol, das eine schöne Mobilität mit reinbringt. Ich versuche ja auch immer einen Spaßfaktor in diesen Champs mit reinzubringen. Und Xol bewegt sich flink. Ohne Kollision, also durch Einheiten durch, in eine bestimmte Richtung. Man kann sich das vorstellen, wie zum Beispiel bei Shen, nur dass da dieser Spott nicht mit drin ist, und verursacht am Endpunkt um sich herum physischen Schaden mit einer relativ kleinen Skalierung, mit einem relativ kleinen Base Damage. Aber Xol kann diese Fähigkeit innerhalb von 1,5 Sekunden reaktivieren und die Abklingzeit wird schon ab der ersten Aktivierung setzt die ein. Das heißt, wir haben 9 Sekunden Abklingzeit. Xol dasht erstmal nach vorne, hat die Möglichkeit Schaden zu machen als kleinen AOE und hat dann die Möglichkeit, gehe ich weiter offensiv oder gehe ich jetzt zurück? Und das kann man einfach mit so einer schönen Fähigkeit, die halt zweimal einsetzbar ist, extrem geil entscheiden. Und natürlich habe ich mir wieder dieses Konzept weitergespinnt und weiter überlegt und deshalb synergieren diese Q mit den anderen Fähigkeiten richtig, richtig schön. Wir haben beim W wieder eine Passiva. Jede dritte normale Angriff ist ein Doppelschlag, der zusätzlich zwischen 40 und 80% von AD physischen Schaden verursacht, also dieser zweite Schlag. Das heißt, gehen wir mit dem Q schon mal aggressiv ran, haben wir den Doppelschlag und dann können wir uns wieder zurückziehen. Also schon mal eine gute Möglichkeit, um effektiv zu traden. Aber das ist ja nur die Passive vom W. Die Aktive vom W. Xol lacht einen Gegner aus und verspottet ihn. Für eine Sekunde nur, also kürzer als bei Shen. Und die Gegner, die von Xol verspottet werden, richten 50% weniger Schaden während dieser einen Sekunde an. Auf Level 5 eine sehr, sehr kurze Abklingzeit für einen Spott. 550 Range ist okay. Also mit diesen 400 Dash randashen, verspotten, Auto-Attack doppelten, rausdashen. Wieder eine geile Möglichkeit. Eigentlich auch eine Form von CC halt. Und das E bewirkt, Xol erhöht sein Angriffstempo für 4 Sekunden um 25, 35, 45, 45, 65% und zusätzlich verlangsamt jeder normale Angriff während dieser Wirkdauer, also während der 4 Sekunden, den Gegner für 2 Sekunden um 15% und die Verlangsamung kumuliert auch wieder, also kann auch wieder stacken wie bei der Passiven. Das heißt, wir haben im besten Fall 21% Rüstungsdurchdringung und 45% Slow für 2 Sekunden. Und ja, das natürlich immer mit der maximalen Kumulation. Und man muss immer entscheiden. Und dafür hat man dieses Q und halt auch keine Mana-Kosten. Gehe ich rein oder gehe ich nicht rein? Und interessant ist ja auch wieder, jeder dritte normale Auto-Attack ist ja beim W die Passive. Das heißt, wir können eben zwei Auto-Attacks auf Minions machen, dann mit dem Q ran, den Gegner verspotten, den dritten Auto-Attack setzen, das E aktivieren, dass wir ein extrem schnelles Angriffstempo haben. Und natürlich den Gegner auch noch slowen. Also wir brauchen hier Items. Ich habe es jetzt so gemacht, das ist nämlich ganz interessant, denke ich an Xol. Er hat eigentlich nur sein Q, was Schaden macht und der ist nicht überragend. Das gibt ihm eher Mobilität. Alles andere bezieht sich auf Auto-Attacks. Also ein Auto-Attack-abhängiger Champion, der aber die Fähigkeit hat, die Gegner durch einen Slow an sich ranzuhalten, durch einen Spot an sich ranzuhalten und durch ein Q, mit dem er sehr mobil ist, auch an den Gegnern dran zu bleiben, also auch effektiv zu chasen. Ich würde jetzt hier empfehlen, schon so ein Item wie Blade of the Ruined King zu bauen. Also richtig schön Assassin-like, auch noch die Aktive von Blade of the Ruined King mitzunehmen, den Gegnern Mobilität zu entziehen und dann halt richtig schön reinknüppeln. Und genau weil dieses ganze Konzept so Auto-Attack-abhängig ist, habe ich auch die Ulti genau so eingebaut. Xol erhält sofort die maximale Kumulation seiner Passiven. Ich habe sie nochmal zusammengefasst. Also auf Level 18 wäre das jetzt 21% Rüstungsdurchdringung und direkt die maximale Kumulation vom E.
Das heißt, er hat sehr viel Rüstungsdurchdringung. Seine Auto-Attacks brennen wie verrückt und er verlangsamt mit jedem Auto-Attack um 45%. Und nicht, dass das schon genug wäre. Zusätzlich sind die nächsten drei normalen Angriffe Doppelschläge. Das heißt, sein W wird aktiviert, wodurch richtig schön Damage rauskommt. Mit 10, 15, 20% Lebensraub. Vielleicht sogar in der Toplane interessanter Champion. Denn mit der Ulti, die ich bewusst auch wieder mit kurzer Abklingzeit ausgestattet habe, aktiviert er quasi aus allen seinen Fähigkeiten das Beste, den Slow, die Passive vom W und seine passive Fähigkeit. Also er aktiviert überall das Beste, die maximale Kumulation. Also innerhalb seiner Ulti macht er richtig schön Schaden, hat einen richtig tollen CC und hat auch noch Lebensraub, also Sustain. Kann also, denke ich, Traits richtig schön umdrehen. Ein Champion, der mobil ist, der leider von seinen Eltern vergessen wurde, bietet ihr ihm doch ein Zuhause, beziehungsweise Riot kann ihm erstmal ein Zuhause bieten. Und ja, viel Mobilität, interessante Fähigkeiten. Ich mag gerne die Fähigkeit Spot, die er hier für eine Sekunde einsetzen kann. Ob das OP ist oder nicht, das entscheidet wieder ihr. Diskutieren wir das in den Kommentaren. Und nicht vergessen, Leute, vielleicht, wenn er euch super gut gefällt, einfach mal im LOL-Forum posten. Ich bin euer Riot. Ich bin euer Povrot. Ich bin euer Povrot. Das war's von mir. Und das ist Xol, der Vergessene. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, Leute.